Und so wie er da steht, kommt er da drauf, schmeißt nur den Körper rüber, schwenkt. Vorweg sagen, dass ich total stolz darauf bin, dass ich für unsere Stadt auch was Bleibendes schaffen darf. Bin nicht so der Typ, der nur im stillen Kämmerlein arbeitet, sondern, ich will nicht sagen Rampensau, aber ich freue mich total und ich glaube, das ist aber auch das Ziel der meisten Künstler, dass man etwas schafft, was dann auch viele sehen, ohne dass man jetzt in eine Galerie oder in ein Museum gehen muss. Diese Skulptur erinnert daran, dass in der mittelalterlichen Löschordnung auch den Schützen verschiedene Aufgaben beim Löschen von Bränden zugewiesen wurden und dass diese Aufgaben über Jahrhunderte übernommen haben. Die Ausschreibung lautete, eine Skulptur zum Feuerteich zu erfinden, zu gestalten. Das erste waren eigentlich Eimer. Ich hatte erst gedacht, so eine ganze Serie von Eimern könnte sich gut machen. Ich war aber nicht so sicher, ob die Stadt sich mit Eimern jetzt schmücken möchte. Und dann bin ich also zum Feuer gekommen. Und wie man so dann eben mit Skizzen anfängt, entwickelt sich das im Laufe von ein paar Wochen. Und dann habe ich es eingereicht, auch glücklicherweise genommen worden. Und dann gab es noch ein paar Unwegsamkeiten, die geglättet werden mussten. Man überlegte, wie weit sie gefährlich sein könnten. Da wurden noch ein paar Spitzen entschärft. Und so ist es dann so als Entwurf zur Firma Geschwindel. Sie haben das toll weitergeleitet. Das wird ja dann mit Laser oder Wasser geschnitten. Und dann wurde es von der Firma sachgerecht aufgebaut.